Hallo, ihr Quirlinge! In dieser Episode von Baldur's Gate 3 lenken die Helden ihre Schritte ins Zaubererzubehör. Früher Halbasser Drins allerlei Zauberei. Und darin und davor treffen sie auf alte Bekannte. Los geht's! Die Episode beginnt mit einer schockierenden Nachricht. Denn in der Unterstadt von Baldur's Tor sind Diebstähle und Einbrüche noch viel verbreiteter, als Dringil es sich jemals hätte träumen lassen. Denn wenn wir mal ins Lager zurückkehren, dann hat irgendeine übereifrige Putzkraft Dringils Silberschatz entsorgt. Schaut euch das mal an. Hier war das. Hier, den Kandelaber habe ich noch von da nach hier gestellt, um es alles ein bisschen mehr zu beleuchten. Und jetzt ist hier alles weg. Die Kisten sind weg, die ich hierher geschleppt und aufgestellt habe. Und alles, was auf ihnen drauf lag, auch. Warum das spielmechanisch so ist, weiß ich nicht. Vielleicht, weil wir einen Überfall hatten, dass dann irgendwas zurückgesetzt wird. Hier diese Brutlinge, erinnert euch ja, neulich hier Astarions Geschwister. Dass das irgendwie eine Rolle spielt, ich weiß es nicht. Am Kionta, da im Lager im Akt 1 mit Dringils Funkelfelsen, da ist ja alles liegen geblieben über mehrere Tage hinweg. Und hier ist es bei erstbester Gelegenheit einfach weg. Tja, Dringil. Die schönen Silberbarren. Ich habe zwar noch ein paar, aber wenige. Und natürlich habe ich jetzt keine Lust, wieder was hier hinzustellen, dass es dann beim nächsten Mal wieder weg ist. Ja. Ja. Dringil, guck mir nicht so böse an. Es war nicht meine Idee, deinen Silberschatz auszustellen. Doch, es war meine Idee. Tut mir leid. Naja, gut. Ihr wisst Bescheid. Das war eine Bauchlandung. Ich dachte, ich baue den Silberschatz über mehrere Aufnahmesessions hin auf, weil das dauert auch echt lange und ist fummelig. Und dann muss er natürlich stehen bleiben. Aber wenn er es nicht tut, dann... Na gut. Wir müssen neues Silber verdienen. Also die Ring hat noch einiges. Ja, so ist es nicht, aber ist trotzdem ein herber Schlag ins Kontor. Wir haben hier dieses prächtige Gebäude. Das ist allerlei Zauberei. Von Halbwasser drin, glaube ich. Es müsste das sein. Und hier an diesem Brunnen, wo diese Spektakelzauberer da dieses Getöse machen, da war ja hier der Eingang. Also früher war der Eingang hier. Zu Gaskrin-Zeiten war der Eingang eher so im Südosten. Jetzt ist er im Nordwesten. Wir gehen mal dahin und gehen mal da rein und gucken mal, was da so passiert. Vielleicht... lass mich kurz überlegen. Es ist wahrscheinlich besser, wir würden jetzt, wenn wir da hingehen, wir würden Gale von Anfang an mitnehmen, richtig? Ja, 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 ja. Okay, ich sehe schon. Und da sind wir gemeinsam mit Gale. Wo muss ich lang gehen? Komme ich hier wieder hoch? Ja. Achso, lass uns hier gleich mal links und rechts alles anschauen. Die da unterhalten sich. Mama Phyllis. The hostel's up that way. You won't find better around here, unless you can pay for it. Ah, sie weist uns zu dem Nordtail-Flüchtlingsheim. Warum müssen wir hier bleiben? Ständig arbeiten wir. Jeder muss seinen Beitrag leisten, Schatz. Wir müssen uns umeinander kümmern. Wenn du mit dem Abwasch fertig bist, kannst du so viel spielen, wie du willst. Ja klar, würde die Nordtail-Flüchtlingsheim-Betreiberin uns nicht zum Abwasch einteilen, weil wir größer, erfahrener und stärker bewaffnet sind. Ist doch logisch. Jeder muss seinen Anteil tragen, seinen Beitrag leisten. Und Abwasch machen kann jeder. Also bleibt das an den Kindern hängen. Das ist jetzt aus Sicht des Kindes vielleicht ungerecht. Aber schon irgendwie sachlogisch zwingend, oder? Wen haben wir denn hier? I'll never understand people who don't want to be famous. The more the people like you, the more you can get away with. Die würde
Die würde Influencerin werden hier in unserer Welt. Die versteht nicht, warum man nicht berühmt sein möchte. Wer ist denn hier? Lollo? Die kann ich gar nicht ansprechen. Nö, geht gar nicht. So, hier ist das wieder das Weinfest der Hochbärs. Genau, und da unten ist dann dieser Krawallspringbrunnen. Ja, es geht schon wieder los. Lass uns gleich mal schnell hier reinlaufen, damit es ein bisschen leiser wird. Dürfen wir da überhaupt rein? Aradin! Let me back in. I'll bring Leroykin out here, you tin tube. You tell Leroykin I went for his goddamn night song, and now he has to pay up. What are you looking at? Shit, it's you. You went looking for the night song after me. Please tell me you found it. Aradin, wasch dich mal. Aber immerhin, er hat es geschafft, nach Balustur reingelassen zu werden, was ja auch kein Wunder ist, weil er kommt ja hierher. Also, er scheint Probleme zu haben, eingelassen zu werden. Also Loroakan ist nicht nur in Ramazits Turm ansässig, sondern scheint jetzt hier auch diesen Laden zu betreiben. Halbwasser drin ist wohl nicht mehr. Lass mich wieder rein oder hol Loroakan raus, du Blechbüchse. Sagt ihm, ich habe nach seinem verdammten Nachtlied gesucht, jetzt muss er zahlen. Also Aradin bei aller Liebe, aber ich habe den Aufruf Loroakans nicht so verstanden, dass der Versuch, Nachtlied zu finden, schon bezahlt wird. Scheiße, ihr seid's. Ihr habt euch nach mir auf die Suche nach dem Nachtlied gemacht. Bitte sagt mir, dass ihr es gefunden habt. Dringil überlegt kurz. Eigentlich war ja Aradin so latent ein Verbündeter. Aber bis man dem erklärt hat, dass Nachtlied kein Gegenstand, sondern eine Person ist, die jetzt wieder auf freiem Fuß ist und mit der auch nicht so gut Kirschen essen ist, wenn man sie irgendwo hinbringen will gegen ihren Willen. Bis man ihm das erklärt hat und ob er es überhaupt jemals versteht, da hat Ringel gar keinen Bock drauf. Deswegen täuschen Option 1, tut mir leid, ich habe nichts gefunden. Hoffentlich geht das gut. Geht das gut? Ah, so leicht lässt er sich nicht täuschen, der Aradin. Gucken wir mal, ob wir ein bisschen mitbekommen. Wir haben 8, 9, 10 Punkte mindestens. Also müssen wir eigentlich nur 5 würfeln. Huh? Sollte eigentlich gehen. Ja. Aradin glaubt uns alles. Hope you lost fewer people along the way than I did. Bloody goblins. Leroykin should have warned us. Sod it. Enough. Leroykin and his precious night song just about ruined my life. If you value yours, I'd stay well clear of this place. Also, nimmt's uns ab. Verschwindet, trollt sich, bedauert die Verluste, die er erlitten hat. Den einen haben wir ja aus dem Goblin-Lager noch befreit, wie auch immer er hieß. So, was ist mit dir hier, Clank? Und er warnt uns, wenn uns unser Leben lieb ist, dann sollten wir uns von Loroakan fernhalten, weil der hätte uns oder er hätte ihm erzählen müssen von den Goblins und diesen ganzen Gefahren. Aber ich glaube, von den Goblins konnte Loroakan ja wirklich nichts wissen. Und die Goblins waren die kleinste aller Bedrohungen. Snrrr. Arkane Kunde, Dringi, kannst du dir einen Reim auf das machen, was du hier gerade siehst? Vielleicht? Ja, tatsächlich. This armor is a construct animated by powerful magic. It has no soul or power of speech, but it follows the directives of its master. It feels no pain and knows no morality. It will act on behalf of its master. And perish when the magic that binds it is severed. Aha. Also ein Konstrukt, das keine Seele hat, nicht sprechen kann, keine Schmerzen kennt und keine Moral und
stirbt oder ja, zerstört wird. Wenn die Magie gekappt wird, die dieses Konstrukt zu seinem oder an seinen Meister bindet. Es hat uns ja den Weg frei gemacht. Also es anzusprechen bringt nichts, weil Riegel erkennt, dass das nicht sprechen kann. Darf ich vielleicht hineingehen? Das fragt er auch nicht, weil das Ding ist ja schon aus dem Weg getreten, nachdem Aradin verschwunden ist. Das war ja offenbar schon mehr als genug Symbolik. Oh, kann ich mal die Tür zumachen, dass es leiser ist hier, diese Springbrunnen. So, jetzt hält hier... Was? Moment mal. Also, Gale ist ganz entzückt, dass er hier dabei sein darf. Seht euch um, stillt eure Neugier. Zaubererzubehör ist der beste Händler für magische Waren meilenweit. Und Karlach, wo sind die Äxte und Gale? Sie verkaufen etwas sehr viel Wertvolleres als bloße Schwerter oder Schilde. Sie verkaufen Wissen, Genialität, die Weisheit früherer Zauberer. Und Karlach... Das ist wohl eher etwas für euch als für mich. Ja. Also Gale ist hier komplett entzückt. Ja, die Treppe kennen wir noch ins Obergeschoss, ja. Oh, da ist Roland, den erkennen die Helden wieder. Stimmt, der wollte ja zu Loroakan, um dort in die Lehre zu gehen, irgendwie so etwas. Hallihallo. You! What are you doing here? Ach, Loroakan, nein, Roland, wasch dich mal, ey. Du stehst hier blutbesprenkelt hinter dem Tresen. Meine Güte. Aber er ist gut drauf. Ihr, was tut ihr hier? Das war ein freundliches Ihr, was tut ihr hier? Und kein böses. Ah, okay, Moment mal. Dass er ungewaschen ist, voller Blutspritzer... Das ist nicht irgendein Fehler im Spiel, das hat eine Bewandtnis. Offenbar wurde Roland verprügelt. Ich sehe es doch, wenn jemand geschlagen wurde. Wer hat euch das angetan? Nothing for you to worry about. But never mind that. What can I do for you? Okay. Er will nicht drüber reden. Motiv erkennen haben wir jetzt natürlich wieder verkackt, wie üblich. Fragen viele Leute nach dem Nachtlied? It's all I deal with these days. People claiming their trinkets are the real night song. Looking for the mountain of gold the Rohan promised. There's even a pamphlet. Take one. They're on the desk. Aha. Also viele Leute kommen her, um hier sich die Belohnung abzuholen, Nachtlied besorgt zu haben. Die wissen offenbar alle nicht, was Nachtlied überhaupt ist. Roland weiß es ja auch nicht. Na, wir kennen Loroakan nicht. Wir wissen nicht, was er für ein Interesse an Nachtlied hat. Nachtlied ist unsere Verbündete. Sie hat uns sehr geholfen. Sie hält sich in unserem Lager auf. Wir möchten ihr jetzt nicht schaden. Deswegen vorsichtiges Taktieren. Ich habe Informationen über das Nachtlied. Be very sure before you make to visit Loroakan. He's got a beastly temper. But if you really do know something, he'll want to see you. Head upstairs. You can find the way into his tower up there. Aha. Okay. So, jetzt ist natürlich die Frage, warum ist er so zugerichtet? Guck mal, wir sind hier sogar, wir hatten sogar den Ring hier an, dass wir bei Motiv erkennen Würfen im Vorteil sind. Das hat trotzdem nicht geklappt. Boah, was war denn das für ein Gewürfel wieder? Na, ich glaube, ein bisschen weibliche Intuition kann uns hier gerade helfen. Aber ein Ring kann da durchaus unterstützen. So. Schattenherz probiert's nochmal.
You! What are you doing here? Ihr seht etwas mitgenommen aus. Was ist mit eurem Gesicht geschehen? Nothing for you to worry about. His voice catches. Something's wrong here. But never mind that. What can I do for you? Aha. Seine Stimme überschlägt sich. Irgendwas stimmt hier nicht. Okay. Also, rollenspielerisch ist es so, dass Drigi das Gespräch geführt hat und Schattenherz hat zugehört. Und als Roland Dringil angeschwindelt hat, von wegen, das ist nichts Schlimmes, macht euch keine Sorgen. In dem Augenblick hat Schattenherz ihr Motiverkennwurf erfolgreich absolviert. Deswegen haben es hier nicht zwei Gespräche stattgefunden. Eine Sache würde aber Karlach noch ansprechen. Wobei Karlach, kennt Karlach Aradin überhaupt? Als wir mit Aradin zu tun hatten, da war... Als wir mit Aradin zu tun hatten, da war Karlach noch gar nicht bei uns. Da war auch Gale noch nicht bei uns. Will war der Einzige, der Aradin kannte. Und Schattenherz und Dringil. Aber da bin ich mal jetzt nicht so dogmatisch. Ich lasse Karlach mal die Frage stellen. You! What are you doing here? Habt ihr Aradin draußen gesehen aus dem Druidenhain? Aye, we had to remove him from the premises. But unfortunately, we couldn't stop him from being a nuisance just outside. Can't blame him for taking Leroican's contract to retrieve the Night Song. There's a fortune on offer. And so far, no one's been able to claim it. Aradin hat Hausverbot bekommen. Warum? Weiß man nicht. Erzählt er uns nicht? Wenn er draußen vor der Tür rumzetert, dann ist das nicht verboten. Jetzt ist er ja abgezogen. Und Roland kann es Aradin nicht verübeln, dass er Loroakans Auftrag angenommen hat, das Nachtlied zu finden. Er hat ein Vermögen als Belohnung ausgesetzt. Gut. Okay. Dann schauen wir mal, wie üblich, durch sein Angebot an Waren. How can I help you? Huh. I suppose that at least I can help with. So, wir haben hier sehr viele verschiedene Zauberspruchrollen, die mich ehrlich gesagt nicht so sehr interessieren im Augenblick. Was ist das hier? Ein Scharf. Was? Ach, ich wollte scharfe Heiligenschläger lesen, also ein Hafner Heiligenschläger. Dieser Kampfstab wiegt schwer wie die Bindung zwischen den Hafnern. Denn obwohl sie anonym und im Geheimen ihr Werk tun, verfolgen sie alle eine gemeinsame und gerechte Sache. Spirituelle Waffe. Beschwöre eine schwebende, geisterhafte Waffe, die deine Gegner gemeinsam mit dir angreift. Einmal pro lange Rast. No, nicht schlecht. Jetzt haben wir hier. Geburtsrecht. Sowas kann Dringel überhaupt nicht leiden. Ihr armen Seelen, versteht einfach nicht, wie verdammt leicht mir diese magische Hokuspokus- und Zauberei-Sache von der Hand geht. Ein sehr einfältiger Zauberer auf einem Ball der Magierakademie. Es gibt Charisma plus 2. Das ist nicht schlecht. Ist aber auf dem Kopf Platz. Und es ist hässlich. Charisma. Also, Schattenherz zaubert über Weisheit. Gale wahrscheinlich auch irgendwie nicht über Charisma. Wer zaubert über Charisma? Zaubert Will über Charisma? Weiß ich nicht. Aber irgendwelche Sachen, die einem die Attribute erhöhen, sind eigentlich grundsätzlich immer ein Kauf. Erstmal haben. Haben ist ja immer besser als brauchen. Ja, dieser Spruch verliert niemals seine Gültigkeit.
Rüstung des Landfalls. Diese Rüstung riecht nach vernachlässigten Gärten, voll von dornigen Rosen, Moos und Hibiskus. Sie wurde von einer mächtigen Druidin getragen, die so lange fern anderer Leute lebte, dass sie vergaß, jene zu vermissen. Das ist eine leichte Rüstung, sehr selten. Rüstungsklasse 13, das ist ordentlich für eine leichte Rüstung. Hohes Zauberwirken. Du erhältst einen Bonus von plus 1 auf deinen Zauberrettungsschwierigkeitsgrad. Das ist gut. Regeneration im grünen Bett. Wenn du deinen Zug auf einer Pflanzenwachstumoberfläche... Moment. Einer Pflanzenwachstumoberfläche oder einer Rankenoberfläche beginnst, gewinnst du 1d4 Trefferpunkte zurück. Pflanzenwachstumoberfläche. Aha. Das sind diese Gebietseffekte. Offenbar kann man irgendwie dichtes Laub zaubern, damit Kreaturen darin sich langsamer bewegen. Und man kann eine Rankenoberfläche zaubern, die die Bewegungsrate ebenfalls verringert, nämlich genauer gesagt halbiert. Und in diesen beiden Effekten kann, also diesen beiden Gebieten mit diesen Effekten kann man regenerieren. Und zwar unabhängig davon, ob man diese Effekte selbst geschaffen hat oder ob sie von gegnerischen Druiden geschaffen wurden. Das ist aber sehr, 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 sehr speziell. Das würde ich eigentlich nicht zählen, diesen Effekt. Vorteil bei Rettungswürfen in Richtung Konstitution. Pflanzenwachstum kann man ja zaubern. Lass Unkraut aus dem Boden schießen, um den Bereich zu ersticken. Ja, genau, das ist hier... Genau das hier oben. Also die Rüstung lässt einen das zaubern, worin man dann regenerieren kann. Also, es ist jetzt fast nach dem Kampf besser. Stellt euch vor, ihr habt nach dem Kampf jemanden, der verletzt ist. Der kann dann diesen Zauber mit der Rüstung sprechen, wenn er den noch nicht gesprochen hat. Also der noch nicht verbraucht ist. Und kann sich dann die Rüstung tragend in diesem Ding hinstellen und kann dann 10 Runden lang 1d4 Regeneration haben, also TP regenerieren. Also 2,5 pro Runde im Durchschnitt. Das mal 10, also so um die 25 Punkte kann man damit zurückkriegen. Ja. Ist auch nicht so viel, aber das wäre so ein Effekt, der halt sicher wäre. Sie ist ziemlich teuer. Bin mir nicht sicher, ob die Helden die kaufen würden. Wahrscheinlich nicht. Was haben wir hier? Weste der Seelenverjüngung. Gewand von einem der drei Mönche, die gemeinsam gegen kopflose Schlange geheimes Gift kämpften. Einer Bande in der Hafenstadt Nyanzaru, getragen von Strika Morkoskavic, dessen Schritte makellos und flüssig waren. In einer Nacht der zischenden Winde zog er die Schlange oder der Schlange die Zähne. Also ein Mönchsgewand. Das ist noch nicht mal Rüstung, es ist nur Kleidung. Verjüngung des Herausforderers. Wann immer der Träger einen Rettungswurf gegen einen Zauber besteht, gewinnt er Trefferpunkte zurück. Höherer Kushiko-Konter. Der Träger kann eine Reaktion verwenden, um einen waffenlosen Schlag gegen einen Angreifer auszuführen, dessen Angriff scheitert. Rüstungsklasse plus 2. Ist sehr mönchisch. Und auch sehr teuer. Sehe ich auch nicht in unserem Einkaufskorb. Ring der Regeneration. Dieser Ring ist ein kleiner Feldarzt, der aber keine 70 Goldstücke für eine 15-minütige Untersuchung verlangt. Kampfregeneration. Zu Beginn deines Zugs wird der Ring aktiviert und heilt dich um 1W4 Trefferpunkte. Das ist gut. Sowas kann man immer haben bei einem schweren Kampf. Schnellzauberhandschuhe. Zaubertricks,
erstmal unten die Geschichte lesen. Diese Handschuhe wurden vom Magier Bucknard getragen, der immer sagte, Geschwindigkeit sei das Wichtigste beim Zauberwirken. Sollte ein Zauber daneben gehen, kann man danach schließlich immer noch wegrennen. Ja. Schnellzauberschleuder. Zaubertricks, die eine Aktion kosten, kosten stattdessen eine Bonusaktion. Dieser Effekt kann einmal pro kurzer Rast verwendet werden. Aha. Lass mich kurz nachsinnen. Wills Energie, Faustschlag. Oder Energieramme ist es ja so ungefähr. Der ist eine Aktion. Man kann den jetzt einmal pro kurzer Rast mit diesen Handschuhen könnte man den in eine Bonusaktion verwandeln. Das würde bedeuten, dass Will dann... Wie viele Bonusaktionen hat denn Will? Hat er zwei Bonusaktionen oder nur eine? Wenigstens eine hat er. Aber wie dem auch sei, wenn Will Aktion und Bonusaktion hat, dann kann man die Handschuhe benutzen, damit Will mit seiner Bonusaktion die Energieramme zaubert und danach mit seiner Aktion gleich nochmal in der gleichen Runde. Ne? So lese ich das. Und wenn Will unter Hast wäre, dann ginge da noch viel mehr. Dann hat er wahrscheinlich zwei Bonusaktionen und zwei Aktionen. Denke ich. Dann könnte er mit den Handschuhen hier dreimal angreifen. Einmal die Aktion zur Bonusaktion erklären, zaubern, dann die zwei Aktionen zaubern. Und ein zweites Mal geht das ja nicht, weil das nur einmal pro kurzer Rast funktioniert. Ja, das ist nicht verkehrt. Wenn man halt vorher wüsste, was man anziehen muss. Tendenziell würde ich sie haben wollen. Grenzphilosophie, das ist völlig egal. Okay, Tränke und so Pfeilekram hat er alles nicht. Das ist schade. Wir haben nichts zu verkaufen. Wir haben ja zuletzt nichts geplündert. Deswegen, gosh, das wird doch richtig dire hier, Mensch. Hope you found what you're looking for. Naja, nicht so wirklich. Noch nicht so wirklich. Also, ich pack die Schnelldinger mal zu Gale. Der hat Wills Inventar übernommen, temporär. Den Ring der Regeneration sehe ich entweder beim Main Tank oder bei einer Person, die sich höchstwahrscheinlich nicht in der Nähe der Heilerin Schattenherz aufhält. Letzteres spräche für Dringil, ersteres spräche für Karlach. Ja, komm hier, nimm du den. Und diesen Hut hier, Geburtsrecht, den packen wir auch mal zu dir. Gale zaubert wahrscheinlich über Intelligenz oder so etwas. Ja, das ist sein Hauptattribut, genau. Mhm. Ja. Ach, hier ist auch so eine komische beschworene Katze. Ha. Also, wir wissen, Loro Arcan ist unbeherrscht, cholerisch. Und Rolan hat Wunden, die er oder deren Herkunft er uns nicht erklärt. Obwohl wir eigentlich ganz guten Draht zueinander haben. Wo sind denn Rolans Geschwister? Vielleicht können die ein bisschen was erzählen. Hier sieht es auch ziemlich unordentlich aus hinter der Ladentheke, oder? Findet ihr nicht? Trank des Schlafs. Hier, vor die Harten und Zähne, das ist dieses Pamphlet, was hier ausliegt. Das dürfen wir mitnehmen, aber nein, machen wir nicht. Schädel, das ist uninteressant. Da liegt ein Buch unter der Ladentheke, da gehen wir aber nicht hin. Das kennen wir auch schon. Ansonsten ist hier die Ladentheke für Dringils Augen uninteressant. Also wirklich, guck mal, wie das hier aussieht. Loro Arcan scheint ein komischer Typ zu sein. So, wer ist hier?
Talita Kreuz steht vor einem Lava-Elementar und einem Wasserelementar. Look, a bookseller. Have you seen how much the prices have risen? Might as well be throwing my gold straight into the lava elemental. Sie beschwert sich über die steigenden Preise. Gesagta, eine Buchhändlerin. Sie kann uns sagen, wo wir das gesuchte Buch finden. Wo ist denn hier eine Buchhändlerin? Wir sind gerade hier. Ach, da hinten sind noch weitere Verkaufsstände. Okay, alles klar. Kriegen wir hin? Wer bist du hier? I want a pet elemental. But Mumbus says I'm not old enough. I wouldn't let it die like the goldfish, though. Was für eine verwöhnte Plage. Die kann Dringil ja leiden. Wer bist du? Großer Clive? Excuse me, he can't stop. There's only so much shopping time left before the Absolute breaches the city. Der ist in Panik und macht Hamsterkäufe. Unpraktische Magie Band 2 lesen. Dieser Band behandelt die Natur toter magischer Bereiche. In einer Ära namens Zeit der Sorgen gab es zahlreiche Veränderungen in der Welt. Nicht zuletzt den Zerfall und die Neustrukturierung der Quelle aller Magie, genannt das Gewebe. Die Welt hat sich zwar von dieser Zeit erholt, doch es gibt noch Orte, die ihrer magischen Kraft beraubt und abgeschnitten vom Gewebe sind. Dort ist jede Magie und alles Zauberwirken außer Kraft gesetzt. Interessant. Das hat Dringil noch nicht gewusst. Ramazit lesen. Von Volo als außergewöhnlicher Weiser gepriesen und von zahlreichen verstimmten Eltern leicht zu beeindruckender Mädchen als verdammt... Was nochmal langsam? Was ist das für ein Satz? Von Volo als außergewöhnlicher Weiser gepriesen und von zahlreichen verstimmten Eltern leicht zu beeindruckender junger Mädchen als verdammte Pest verflucht? Aha. War Ramazit, Flammensänger, ein Magier von enormer Reputation. Er lebt in Baldurs Tor, verschwand jedoch vor einer Weile spurlos. Vor 100 Jahren ist er spurlos verschwunden. Gerüchten zufolge soll er eine Romanze mit einer Nymphe begonnen haben und die beiden sollen zusammen davongelaufen sein, um an einem seltsamen, friedlichen Ort zu leben. Doch Gerüchte sind stets zweifelhaft und niemand weiß wirklich, was aus Ramazit geworden ist. Doch, wir wissen das ganz genau. Da ist Gasgrin dumm gekommen. Sehr dumm. Hier liegen Dinge rum, die offenbar zum Verkauf vorgesehen sind. Dieses Kind ist echt laut. Wirklich laut. Schulen der Magie, Weissagung. Die Zukunft ist unbekannt, die Gegenwart mysteriös, die Vergangenheit für immer dahin. Doch für jene, die sich der Schule der Erkenntnismagie verschrieben haben, ist der Schleier des Nichtwissens um unsere Welt am dünnsten. Schlüsselbegriffe: Suchen, Wissen, Entdecken, Wahrnehmen. Schlüsselkonzepte: Sicht, Verstehen, Führung, Erkenntnis. Magische Geschichte, Band 3. Die zweite Teilung lesen. In den Jahren nach dem Mord an Mystra herrschte Chaos auf den Existenzebenen. Fürst Ao, der Verborgene, über Gott aller Gottheiten und Sterblichen, sollte wieder für Stabilität sorgen, indem er die Tafeln des Schicksals erneuerte. Die heiligsten Artefakte, die ganze Welten kontrollierten und für ein Gleichgewicht zwischen Ordnung und Chaos sorgten. Sogar die Ressorts der Götter wurden umgeschrieben und viele, die als verloren galten, kehrten ins Leben und zur Macht zurück. Dank des Magiers Elminster Aumar wurden Mystras Magie und ihr Ressort wiederhergestellt. Nun war die rechtmäßige Göttin der Magie wieder die Wächterin des Gewebes.
Die Zauberpest. Lesen. Das ist das, was vor dem passierte, was wir gerade gelesen haben. Im berüchtigten, schreckensreichen Jahr 1385 TZ konspirierten Schar, die Göttin der Dunkelheit, und Zürich, der Gott des Betrugs, um Mystras Kontrolle über das Gewebe und ihrem Einfluss auf die Reiche ein Ende zu machen, indem sie sie feige ermordeten. Doch anstatt nur die Magiedominanz der Göttin zu brechen, stürzte ihr Tod das Gewebe in Chaos und Zusammenbruch. Magische Zauber scheiterten und zahllose Zauberwirker starben oder wurden wahnsinnig. Ein gigantischer Sturm aus blauen Flammen erhob sich aus dem Meerdschungel, fegte über den Kontinent, zermalmte das Land, formte es neu und zerstörte ganze Landstriche. Ein Götterkonklave verurteilte Zürich wegen Mordes an Mystra zu 1000 Jahren Gefangenschaft. Tori erlebte fast ein Jahrhundert des Aufruhrs, ehe Mystra im Jahre 1480 TZ wieder als Göttin der Magie zurückkehren konnte. Dies war den Anstrengungen des legendären Magiers Elminster Aumar und den Ereignissen der zweiten Teilung zu verdanken, die Gegenstand des nächsten Bandes sind. Welche Zeit haben wir gerade hier? Ich vergesse das jetzt mal. Warte mal, das ist doch hier irgendwo. Dialog hier. Da sieht man nur die Uhrzeit. Und natürlich habe ich off-cam sämtliche Baldurs Ohr-Gazetten wegsortiert. Da ist ja das Datum drauf gedruckt. Naja, also zeitlich komme ich da nicht gerade hinterher, wie das alles zusammenhängt. Ich hätte gedacht, in der Zeit, in der das gerade hier beschrieben worden ist, da wären wir gerade. Sind wir nicht 1392 oder 1492 hier irgendwie in der Ecke? Zeitlich gesehen. Zumindest wenn Baldurs Ohr nicht immer falsch läge. Eine belebte Rüstung, das kennen die Helden, nichts Besonderes hier. Wichtige Magier, Loro Arcan, Edition des Herausgebers. Das sollten wir lesen. Dieses Buch wirkt wie eine Sonderausgabe, nicht wie die sonstige Massendruckware dieser Reihe. Auf der ersten Seite ist eine Notiz vermerkt. Sehr geehrter Herr, wie wohl ich Ihren Versuch, zu unserer beliebten Serie beizutragen, zu schätzen weiß, fürchte ich, dass wir derzeit keine Leserbeiträge annehmen. Ferner würde ich euch die Betreuung durch unseren Faktenprüfer Harp Freimut anempfehlen. Solltet ihr versuchen wollen, diesen Band unter anderem Namen anderweitig zu veröffentlichen. Mit freundlichen Grüßen, Embra Keul. Hat das Loro Arcan etwa selber eingereicht, dieses Manuskript, und dann ist es nicht gedruckt worden? Die Vitrine ist leer, deswegen kein Stehlen. What's inside? Gar nichts ist in Zeit. Was haben wir denn hier? Oh. Ein Zomboider. Das stinkt doch immer. Do you think that zombie looks fresh? Is fresh good? I never know with zombies. Die stellt sich seltsame Fragen über die Frische von Zomboiden. Apologies. I'm with a customer at the moment. Ah, er gehört hier zur Ladenmannschaft. Schulen der Magie, Hervorrufung, lesen. Unsere Welt steckt voller unfassbarer Kraft, vom Donnerschlag beim Unwetter über den Kreislauf von Leben und Tod, welcher der Flamme innewohnt, bis hin zur plötzlichen Beleuchtung durch einen Blitzschlag. Wer sich der Schule der Hervorrufungsmagie verschrieben hat, tanzt in dieser Macht und führt sie durch seinen eigenen Willen. Schlüsselbegriffe, Elemente, Ermächtigen, Erschaffen, Effekte, Schlüsselkonzepte, Feuer, Frost, Schall, Licht, Erde. Hier? Elminster von Kerish Holdomen lesen. Dieser Text teilt die fast schon fanatische Begeisterung nicht, die viele Gelehrte Elminsters Legendenhaftigkeit zu Füßen legen. Vielmehr scheint er die schönfärberischen Annahmen über Elminsters Größe zu verurteilen. Ein beispielhafter Abschnitt aus Kapitel 6.
Ich sprach mit der Kellnerin einer provinziellen Straßentaverne an der Schwertküste und sagte ihr, dass ich über Elminster forsche. Wer Elminster sei? Nun, er war eine bemerkenswerte Persönlichkeit der arkanen Gemeinschaft. Er hat das Blut ausgekochter Bösewichte, wie man schon von den Zentarien vergossen, das Bett mit einer Göttin geteilt und zahllose Magiewirker inspiriert, sich selbst und ihre Kunst zu ergründen und den Bereich ihrer Ambitionen zu erweitern. Sie nickte höflich. Ich hakte nach. Hatte sie wirklich noch nie von Elminster gehört? Meine Dame, gab sie zurück. Abgesehen von den zufälligen Gästen hier kenne ich genau 8 Leute. 9, wenn man meinen Hund Binky mitzählt. Ihr erzählt hübsche Geschichten. Aber was hat dieser Elminster mit dem Butterpreis zu tun? Da ist ein Leichnam, aus dem dieser Zomboide erschaffen wurde. Die Frage ist, wo kommt dieser Leichnam her? Nein, wir fragen nicht. So. Achso, ja, der innere Tisch hier. Ist da noch was Schönes? Nein. Oh, da steht ein Goldkelch. Schaut ihn euch an. Na gut, so schön ist er jetzt nicht. Er ist ziemlich klobig. Ist auch irgendwie gar nicht rund. Hä? Aber immer, es ist Gold. Auch wenn es nicht so richtig schön glänzt. Der ist irgendwie schmutzig. Den muss man ordentlich polieren. Ja. Aber jetzt machen wir erstmal keine langen Finger. Mythisches Dranan Amphigor lesen. Dies ist eine Kopie von Elminsters mythisches Dranan Amphigor. Eine gute Ausgabe, gepflegt und festgebunden. Im Exzerpt ist Elminsters Stil in den umfangreichen Anmerkungen ersichtlich, die von Studenten angefügt wurden. Gestern hörte ich die Vorlesung einer Elfenweisen über die Astralfinsternis-Logiktheorie der Magie. Der Weisen stand der Schweiß auf der Stirn. Anscheinend war ihr das Podium so neu wie die gierigen Blicke ehrgeiziger Studenten. Die Theorie selbst, so wie sie dargestellt wurde, läuft darauf hinaus, dass jede Persönlichkeit, wenn sie nur groß genug ist, mit einer Art einmaligen Magie versehen ist. Bei Finsternissen im astralen Sinne verdeckt ein Himmelskörper den anderen. Bei Teilfinsternissen wird das Licht gedämpft und neue interessante Schattenformen entstehen. Transformationen durch Begegnung. Bei Persönlichkeiten ist es nicht anders, wie die Weise darlegte. Einerseits hat sie nachvollziehbar recht. Andererseits ist ihr beim Identifizieren der Himmelskörper die Form der Galaxie entgangen. Wenn wir einen Moment zurücktreten, sehen wir, dass zwar bestimmte ikonische Personen mit magischen Methoden Großes erreicht haben, ihre Persönlichkeitsmerkmale dabei jedoch nicht festgelegt sind. Ihre magische Fähigkeit ist allerdings vergleichbar, wenn auch nicht gleichgerichtet. Während Emotionen, also Macht und Bedeutung, enthalten, bleiben uns Ausmaß, Gewicht und taxonomische Signifikanten dieser Macht ebenso verborgen wie die dunkle Seite des sonnenverfinsterten Mondes. Trinkel versteht kein Wort. Intelligenzreif hin, intelligenzreif her. Was für ein komisches Geschwalle. Was wollen die damit aussagen? Kommt doch mal auf den Punkt. Was ist das hier für eine Tarantel? Ach, eine beschworene Krabbe. Wer bist du? Kennen wir dich? You're a fellow bargain hunter, I see. The hidden gems here are far better value than the rare books Tolna keeps locked behind the desk. Was hat er gesagt? Es ist ein neuer Kunde, der hier irgendwelche Bücher sucht. Also Trinkel kann ihm auch nicht folgen, er war noch verwirrt von diesem anderen Buch. Aber hier ist so eine Buchhändlerin. Das ist ja eine Buchhändlerin, zu der Gale gehen wollte, richtig? Wo haben wir eigentlich dieses komische Nekromantenbuch? Hat Trinkel das? Ja, das hat Trinkel. Also was haben wir jetzt zu tun? Was war Gales Punkt hier?
Suche nach Nachtlicht. Das könnte aber oben sein. Ich glaube, das ist hier oben Loro Arcan. Das ist der hier, der Punkt. Der Magier von Tiefwasser spricht mit der Buchhändlerin beim Zaubererzubehör. Ach so, Gale wollte, dass wir irgendwas über diese nesserilische Krone in Erfahrung bringen. Das ist völlig richtig. Da Gale sich im Lager mit diesem Thema beschäftigt hat. No one back home will ever believe this. Liest Drinkel erstmal Niedergang des Eisenthrons. Eine der letzten Seiten ist mit einem Eselsohr markiert. Und nach dem Untergang Sarevoks wurde der Magierrat der Stadt aufgefordert, am Eisenthron ein denkwürdiges Exempel zu statuieren, dessen kriminelles Hauptquartier wie eine böse Kröte mitten in Baldurs Tor hockte und über den angewiderten Bürgern aufragte, welche gerade noch die Opfer dieser Gauner gewesen waren. Der Rat, hastig einberufen, entschied eine dramatische Demonstration der Ablehnung des Eisenthrons durch die Stadt. Und 17 Ratsmitglieder taten ihre magischen Kräfte in einem zweitägigen Ritual zusammen, um den Eisenthron aus seinem Fundament über die Docks bis zur tiefsten Stelle des Grauen Hafens zu heben, wo er durch den Nebel in die Wellen stürzte und nicht mehr gesehen ward. So wurde das berühmteste Symbol der blutigen Herrschaft Sarevok Anchefs vernichtet. Mhm. Nicht schlecht. Dumme Joe, Zauberbest kennen wir schon, was ist das hier? Der Weg zu Elminster? Das ist. Wo liegt das? Das liegt unter der Ladentheke, oder? Ja, da. Ja, komm, ich bin mal nicht so. Aus der Hand von Ramazit. In Silberhand liegt die Macht der Jahreszeiten. Flamme und Regenflut, Wind und Sturm hervorgerufen. Was bleibt denen, die Zeugen seines Wütens sind? Als der Wunsch, sie auf euren Ruf hervorgelockt zu sehen? Solches Wissen schließt keine Türen auf. So könnt ihr, wie der weise Elminster, euren Kurs bestimmen. Das kann ich nicht kommentieren, da fällt mir nichts zu ein. So, jetzt aber Gale und diese Buchhändlerin. Tolna Foliantenhöker. Literature Department. Literaturabteilung, was kann ich für euch tun? Na, ist ein bisschen Smalltalk. Gale ist ja schon so ein bisschen ein Casanova. Ein friedlicher Hafen, umgeben von Büchern. Daran könnte ich mich gewöhnen. Psst. These books are sensitive. They prefer an environment of quiet reverence. Aha. Tollner Foliantenhöker fällt ihm gleich ins Wort. Scht! Diese Bücher sind empfindlich. Sie bevorzugen eine Umgebung der stillen Ehrerbietung. Ist das wahr, Bücher? Seid ihr empfindlich? Nee, das würde Gale nicht machen. Achso, er kann es nochmal sagen, ist aber flüsternd. Also was in Klammern steht, ist geflüstert. Also nochmal. Wir gehen ja auf sie ein. Ein friedlicher Hafen, umgeben von Büchern. Daran könnte ich mich gewöhnen. Wouldn't trade it for the world. So I wouldn't. Anything I can help you with? Naja, sie ist geschmeidig. Sehr gut. Ich versuche, mehr über eine bestimmte nesserilische Krone zu erfahren. Habt ihr etwas zu diesem Thema? Bold. You might have heard that our library has a collection other shops would lack the skill to curate. Between us, even Master Lurukan was reluctant to house them in his tower. The pen is mightier than the magic wand, apparently. They're locked away here for their and our customers' safety. Our finest reserve includes the Tharkiot Codex, the Annals of Karsis and Netherese Folly, Sights of the Seelie, and the Curriculum of Strategy. Do any of those interest you? Okay, also, lass mich jetzt überlegen. So,
also sie preist die Sammlung der Bibliothek dieses Ladens. Unter uns, selbst Meister Loro Arkan war unwohl dabei, sie, also die Sammlung, in seinem Buch, in seinem Turm zu lagern. Warum? Die Feder ist wohl mächtiger als der Zauberstab. Aha. Die Bücher sind zur Sicherheit von Personal und Kunden weggeschlossen. Zu unseren größten Schätzen gehören der Tarchiatische Kodex, die Annalen von Karsus, eine nesseridische Narretei, Visionen der Seli und das Curriculum der Strategie. Also, wir wissen, dass das nesseridische Magie ist, dass es aus dem Reich Nesserie stammt, also vom Buchtitel her am ehesten Die Annalen von Karsus, eine nesseridische Narretei. It is said to be written by Lord Karsus himself, the Netherese Arcanist who attempted to replace the goddess Mystra, failed and was banished for the attempt. Great magical knowledge lies within those pages, but not many can withstand it. The Annals of Karsus. Where better to learn the secrets of the crown than in the writings of the one who might have forged it? Ah, okay. Wenn wir uns auch noch erklären lassen können, was die anderen Bücher beinhalten. Aber da hatte Gale natürlich vorher schon den richtigen Gedanken. Ich meine, dass die Krone aus Nesserie stammt, das wussten die Helden ja schon. Das war jetzt für sie nichts Neues. Also, die Erzählerin fasst es nochmal zusammen. Die Annalen von Karsus, wo erfährt man mehr über die Geheimnisse der Krone als in den Schriften desjenigen, der sie geschaffen hat? Richtig. Also das Buch soll angeblich von Karsus selbst geschrieben worden sein und magisches Wissen beinhalten, das nur wenige ertragen können. Naja, sie werden den Zugang zum Buch teuer verkaufen. Also so ein Buch ist eigentlich unverkäuflich. Aber wer weiß schon, wie das hier geht. Klingt perfekt. Was wollt ihr dafür haben, wenn ich es euch abkaufe? Buy. Books as temperamental as these are not on sale. Aha, gut. They are secured in our vault, where none can harm them, nor can they do any harm. Consider yourself lucky to have learned of such a book's existence, and then forget about it. The Annals of Karsus are best left unread. Moment mal. Sie sagt doch ernsthaft? Also sie erwähnt das Buch unter anderem mit drei anderen Büchern und sagt, spricht euch etwas an. Und dann spricht uns etwas an. Und dann sagt sie, okay, man kann es nicht kaufen, das versteht Gale. Die Bücher werden in einem Tresor aufbewahrt, auch das ist sicherlich klug. Aber dann sagt sie, ihr könnt euch glücklich schätzen, von der Existenz eines solchen Buches erfahren zu haben. Das hast du uns erzählt vor wenigen Momenten. Aber nun solltet ihr es wieder vergessen. Die Annalen von Karsus sollten nicht gelesen werden. Boah. Also, Gale interpretiert diesen Widerspruch. Also erst erzählt sie uns was und dann sagt sie, man soll das gar nicht wissen. Gale interpretiert das so als Verkaufsmasche, von wegen, die will nur den Preis nach oben treiben. Magier ist bei Überzeugen im Vorteil. Wir versuchen es mal. Ist es nicht euer Beruf, Wissen zu teilen, statt es unter Verschluss zu halten? Sagt mir wenigstens, wo das Gewölbe ist. Naja. Ja, das hat aber was. Das wird was. Customers like you are why I prefer the company of books. The only way to gain access to the vault is through my office. And before you ask, no,
You're not allowed in there either. Mhm. Sie erzählt, der einzige Weg in den Tresor, wo dieses Buch liegt, führt durch mein Büro. Und bevor ihr fragt, nein, auch dort habt ihr keinen Zutritt. Während Gale noch überlegt, was hier zu tun ist, übernimmt Drinke das Gespräch. Danke, ich habe mehr als genug gelernt. You certainly have. Even simple knowledge of these tones is enough to stimulate most. Stimulate, genau. Ja, also Dringile weiß schon genau, wie er das lösen wird, das Problem. Auf die dringiloide Weise, aber... Literature Department, can I help you? Aber wir können auch mal noch bei ihr gucken. Sie hat aber nur ja, Bücher und so Zeug. ABC der Liche. Der Gefährte des Lehrlings, zweites Buch. Eine andere Perspektive, das Gewebe, Elminster, das haben wir gerade schon gelesen. Harfe spielen im Mondlicht, ein Ansatz fürs Leben. Ihr Anhänger von Karsus, was ist denn das für ein Ding? Okay, das klingt interessant. Jägerleitfaden fetteln. Aha. Lieder des Windes, Magie des Gewebes, eine Einführung. Ursprung von Mystra, Zauberpest, die Auserwählten von Mystra, Tranamfigur, Bannmagie, Verwandlung. Unpraktische Magie, Band 1. Es gibt mehrere Bände zum Thema unpraktische Magie. So, so. Okay, das kaufen wir uns mal. Und gucken uns das auch mal an. In diesem uralten, vom Wasser beschädigten Buch lässt sich kaum mehr etwas lesen. Nur das Folgende. Verkündete Karsus, der Mystiker, der Autodidakt, der Prahler, der rein gar nichts von empfangenem Wissen hielt, dass er in diesen Krisenzeiten den magischen Wandteppich der gesamten Magierschaft beschützen werde. Er werde die scheiternde Gewebegöttin Mystril durch einen anderen unsterblichen Hüter ersetzen. Weiser und mental stärker. Wer das sein könnte, fragten die Nesserider, erstaunt, und Karsus antwortete, wer, wenn nicht ich? Habe ich nicht alle bekannten Zauber gemeistert und auch so manchen Unbekannten? Habe ich nicht diese Krone erschaffen mit ihren drei Zierspitzen, die in meinen Verstand die gesamte Weisheit von Nesseriel und auch die gesamte Weisheit von Mystriel selbst senden wird? So wird es sein. Könnt ihr nicht warten, flehte Fürst Schatten, bis... Aha. Ja, das kriegt Gale. Vielleicht kann er da noch ein bisschen was mehr entziffern. So. Wir haben gelernt. Nachtliedsuche, Loroakan, genau, richtig. Das ist der nächste Punkt. Und dann hier der Magier von Tiefwasser. Sprich mit der Buchhändlerin beim Zauberzubehör. Gale will mehr wissen. Das haben wir schon mal gehabt. Genau, wir haben mit ihr gesprochen. Wir haben mit der Buchhändlerin im Zauberzubehör gesprochen. Sie hat einen alten Folianten namens die Annalen von Karsus erwähnt. Klingt, als hätte Gale genau nach diesem Buch gesucht. Und durchsuche Tolnars Büro. Wir beredeten Tolnar, uns zu sagen, wie man ins Zauberzubehörgewölbe gelangt. Der Eingang ist in ihrem Büro. In das lässt sie uns aber nicht ein. Wir müssen einen Weg in ihr Büro finden. Einen Weg in ihr Büro finden. Ja, das ist ja Dringils tägliches Tun. Was haben wir denn hier noch? Bannmagie lesen. Erschaffung und Zerstörung. Ja, die haben ihren Platz. Aber was ist mit Verbeugung? Was? Verbannung wahrscheinlich, oder? Die Schule der Bannmagie ist der große Satzpunkt. Das Nein, das dem Zauberwirker am Ende jedes Satzes begegnet. Schlüsselbegriffe. Verbannen. Verhindern. Schützen. Anhalten. Schlüsselkonzepte. Schutzzauber. Gegenzauber.
Auflösungen von Magie. Widerstand. Ja, und hier? Der Gefährder des Lehrlings. Erstes Buch. Ich glaube, das hätten wir hatten das schon mal, oder? Das kommt mir so bekannt vor. Lies was mal. Die Bedeutung von Zauberkomponenten darf von keinem Zauberwirker unterschätzt werden. Verbale, somatische und Materialkomponenten müssen jeweils korrekt eingesetzt werden. Was bedeutet, dass man sicher sein muss, keiner Verstummung oder Festsetzung zu unterliegen und deswegen den gewünschten Zauber nicht wirken zu können. Das überdringt die alles. Amnische Dörfer. Oh, ein Topaz und ein Saphir. Doch kein Saphir. Schaut ihn euch an. Ach, herrlich. Erst ein Goldkelch und jetzt ein Saphir. Ah, ja, ja, ja. Es ist echt schwierig, hier nicht Fingerzuckungen zu kriegen. Gell, Dringiel? Nekromantie. Schulen der Magie. Lesen. Keine Schule der Magie ist geschmähter als die Schule der Nekromantie. Oft gilt sie als Schule der Sadisten. Dabei erkundet sie das Gleichgewicht zwischen der animierenden Kraft des Lebens und der zerstörerischen Kraft des Todes. Wie jede Magie will auch die Nekromantie die natürlichen Kräfte nach den Wünschen des Wirkers manipulieren. Darin unterscheidet sie sich weder von der Hervorrufungsmagie noch von der Verwandlungsmagie. Schlüsselbegriffe: Umkehren, Korrumpieren, Zerstören. Schlüsselkonzepte: Absaugung, Abkühlung, Zufügung, Schwächung. Achso, das Gewebe muss hier, das ist kein Stehlen. Ah, das hat er nicht gelegen. So, hier liegen wieder ein paar weitere Kräuter. Das ist ja die Alchemieabteilung. Lester Züchter. One moment. I'm trying to work out how many pinches of mugwort is equivalent to one of mother's leaf. Okay, der rechnet irgendwelche Kräuterpreise ineinander um. Beschwörungsmagie, lesen. Die ewige Einladung. Das Ja zum Nein der Bannmagie. Die Schule der Beschwörungsmagie ist des Magiers mächtigstes Locken zu den Wundern, welche die Welt zu bieten hat. Schlüsselbegriffe. Erschaffen, beschwören, einladen, teleportieren. Grrr. Schlüsselkonzepte. Transport, Beschwörung, Herstellung und Finden. Dieser Alchemie und ja, Alchemie-Händler ist gerade so abgelenkt, dass er überhaupt nicht mitbekommt, dass ein paar seiner fast schon welken Kräuter den Besitzer wechseln. Gefährder des Lehrlings, zweites Buch lesen. Die Vorteile von Beschwörungen sind zahllos. Zu meinen bevorzugten Anwendungen gehören unerschrockene Späher und jene, die ich Abnutzer im Kampf nenne. Beschwört euren edlen Freund an eure Seite und schickt ihn in die Schlacht, um euren Feind zu ermüden. Doch gewöhnt euch nicht übermäßig an eure Beschwörungen, denn sie sind magisch, nicht real. Fiktionen des Gewebes, bestehend aus Luft und Licht. Aha, beschworene Kreaturen sind nur Hologramme. Das ist interessant. Und dann hier, fünftes Buch. Gefährten des Lehrlings, lesen. Die Besonderheiten von Ebenen mit nur einer Wesenheit. Diese Art von alternativen Ebenen kann ganz einfach als Falle verwendet werden. Man denke nur an die berüchtigte Lampe des Djinnis oder an Magiras Truhenzauber. Auf diesem Ebenentyp kann nur jeweils eine Wesenheit existieren. Kommt eine weitere hinzu, wird die vorherige so umgehend wie gewaltsam entfernt. Ist gar keine Wesenheit darin, so bricht eine solche Ebene sofort zusammen. Auch das ist für Dringi alles komplett neu und mäßig interessant.
Verwandlungsmagie lesen. Veränderlichkeit ist die Essenz des Lebens selbst. Alles befindet sich in stetem Wandel. Es wächst und schrumpft. Es wird aufgebaut und verfällt. Die Schule der Verwandlungsmagie lehrt, das Rohmaterial des Lebens in erwünschte Formen zu bringen. Schlüsselbegriffe: Verändern, Austauschen, Alchemie. Und Schlüsselkonzepte: Veränderung, Taschenspielerei, Läuterung, Reparatur. Wer seid ihr? Hector? Sag was. Where is the famous Leroican? His shop is an utter shambles. Der ist ein Querulantenkunde. There's not much left. Looks like folks heard the absolute was on the march and bought everything that wasn't nailed down. Die beschwert sich über das mangelnde Angebot hier. So, Harfe spielen im Mondlicht, ein Ansatz fürs Leben. Lesen. Harfe spielen im Mondlicht, ein Ansatz fürs Leben von Elminster Aumar, dem Weisen des Schattentals. Der Text ist voll von Beobachtungen und persönlicher Einsichten, so wie die folgenden. Ich habe nie verstanden, warum die Leute über das Böse reden, als handelte es sich um einen Standpunkt. Ich finde das geschmacklos und dumm. Gut und Böse sind in unserer Welt so präsent wie die Schwerkraft. Und obgleich ihre Interpretation durch den entstellenden Lärm der Kultur verzerrt wird, bleiben diese Größen ziemlich konstant. Wer fliegen wirkt, hat die Schwerkraft nicht gebrochen. Selbst der Gott, dem der Kleriker seine Macht zu verdanken hat, ist nur ein Schornstein, durch den der Rauch des Guten zieht. Manchmal wünschte ich, wir würden an einem Ort leben, wo diese Dinge nicht so allmächtig sind. Rauch lässt sich nicht greifen, egal wie lange man studiert. Ich habe versucht, das Gute zu verstehen und in unserer Welt umzusetzen. Doch je älter ich werde, desto häufiger spüre ich, wie es mir durch die Finger rinnt. Das soll nicht heißen, dass unsere Taten bedeutungslos sind. Wir mögen Marionetten sein, die an den Fäden des Guten und des Bösen tanzen. Doch an diesen Fäden können wir ein wenig ziehen. Oh, das Buch hat doch einen sehr anderen Inhalt, als Drinki das zuerst gedacht hatte. Hier ist irgendwo ein Trank der Unsichtbarkeit, den man, ohne des Diebstahls besichtigt zu werden, einchecken kann. Dann war das ein erfolgreicher drinkischer Diebstahl. Schule der Magie, Illusion, lesen. Alles ist, was es zu sein scheint. Oder? Die Schule der Illusionsmagie sagt, dass die Realität nach den Wünschen des Wirkers neu geschaffen werden kann. Dass Absicht und Wille in unsere chaotische Welt gebracht werden können. Schlüsselbegriffe: Täuschen, Überzeugen, Vorgeben, Glauben. Schlüsselkonzepte: Unsichtbarkeit, Schatten, Illusion, Halluzination, Täuschung. Gut. Dann sind wir hier einmal rundherum. Außen zumindest. Noch einmal kurz hier die innere Kante des äußeren Rings. Ja, das ist das Wermut. Den brauchen wir dringender als der Typ da. Ja, der guckt ja in eine völlig andere Richtung. Kriegt gar nichts mit. Wer bist du denn hier? Would you mind if I finish browsing before you, Marceline, please? I was here first, actually. Ja, du warst hier zuerst da. Ja, ja. Tödel mal schön weiter. Trinkiel schenkt dir ein giftiges Lächeln und geht einfach weiter. Was für eine Zimtziege. Und das ohne Zimt? Komm mal hier. Das Schattengewebe, lesen. Warnabhandlung über die Macht des Schattengewebes. Der Autor behandelt die Bildung des Schattengewebes als Gegenstück zu Mystras Gewebe. Die Schattenversion ist in manchen Hinsichten die potentere Magiequelle, andererseits auch unzuverlässig und flüchtig. Char, Herrin der Schatten, hat eine viel launischere Natur als Mystra
und dem Autor zufolge manifestiert sich dies in einer nervenzerrenden, gefährlichen Position für jene, die Schars Brunnen arkanen Überflusses anzapfen. Schar, das lassen wir ganz dringend stehen. Wieso bist du von hinten an das Regal herangetreten? Ich habe Fragen. Gut, hier sind wir wieder bei ihr. Da war ja nix. Ist auch nix. Und dann sind wir augenscheinlich einmal rundherum und müssten als nächstes, warte mal, haben wir irgendwo einen Kellereingang gefunden? Nee, hier unten nicht, ja? Da ging's hier einmal rundherum. Keine Treppe, keine Tür, keine Luke. Also nimmt Dringil an, dass das Büro von dieser Buchhändlerin, dass sich das irgendwo in einer der oberen Etagen befindet. Wie viele davon es auch immer geben mag, das weiß er noch nicht so genau. Weil hier in diesem Laden war er noch nie. Da gab es nie einen Grund für. Aber jetzt mit dem Intelligenzreif auf der Stirn, da findet er das alles noch ein bisschen interessanter als noch zu den Zeiten, als er hier Straßenkind und niederstufiger Schurke in Baldurs Tor war. Da oben sind noch weitere Ausstellungsflächen, denkt er sich, und Loro Orkan ist da angeblich irgendwo, mit dem wir reden sollen. Und es sieht so aus, von unten kann man es ja sehen, dass es da Zimmer und Räume gibt. Da wird er wohl mit Gale mal hin müssen. Also, das wird schwierig. Der Einsatz wird echt schwierig, weil Dringil das diesmal nicht alleine machen kann. Er wird Gale mitnehmen müssen, weil was soll Dringil da in diesem Tresor irgendein Buch holen, von dem niemand weiß, wie es aussieht, niemand weiß, wie groß es ist, niemand weiß, ob es in irgendeiner Weise magisch geschützt ist. Also, Karlach und Schattenherz kommen da vielleicht nicht mit, aber Gale wird da schon gebraucht als Magier der Gruppe. Na gut, aber das sind Pläne für die Zukunft. Die Episode ist hier vorbei und weiter mit dem Obergeschoss vom Zauberer Zubehör geht's im nächsten Teil. Bis dahin.